Seid gegrüßt. Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DSD, sein Midnight Figure Feature. Heute zeige ich euch mal ein bisschen was von meiner letzten, war ja nicht Trödelbeute, von einer Toy-Tour, ne, im Comicland. Da habe ich ja so ein paar günstige Sachen mitgenommen, so ein paar Gruselfiguren, unter anderem passend zum Dracula-Shirt, habe ich hier von der Mad Monster Party den Count mir ja zugelegt. Ich hatte euch auch, die Rückseite hatte ich euch schon gezeigt, da gab es wohl auch mehrere Sachen zu und so weiter. Sagte mir jetzt so gar nichts, ne? Von Diamond Select Toys, Studio Kanal 2004. Ne? Und ja, das muss ja irgendeine Serie sein oder so, ich werde das mal abchecken. Der ist auf jeden Fall sehr witzig und dachte mir, die packe ich jetzt mal für uns aus. Mad Monster Party! Zum Staubzerfall. Ne, wir haben hier einen Totenkopf drin, so eine Fledermaus, den Count selber mit so einem Grabstein und so. Das werden wir jetzt mal versuchen, einigermaßen human zu öffnen. So ein Großding habe ich auch noch nicht geöffnet, oder? Doch, den Darth Maul mal. Boah, ich komme schon gar nicht mit der Klinge hier rein. Da merkt man schon. Oh. Hier muss ordentlich gesägt werden. Ach Gott, jetzt geht's gut von der Hand. Wenn man einmal mit der Klinge drin steckt, weißt du, dann außer ja, vom Körper wegschneiden, ne? Ihr seht, halte ich mich wieder voll dran. Das Problem ist, ich hoffe nicht, dass hier gleich zwei so Bubbles. Da ist ja noch ein Bubble drunter, merke ich gerade. Und das so. Das haben wir ja oft und gerne auch bei den Star Wars Dingern schon gehabt, ne? Willst du da öffnen sie jetzt? Naja, dass der eine Bubble mit dem anderen hier dann unter dem ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Oh, das Geräusch ist schrecklich. Oh, so muss es sich anhören, wenn ungespitzte Zähne in verdörrte Haut hacken. Kommt schon raus hier. So. Schaut mal, auch schön hier so mit den Spiderwebs. Ne, im Hintergrund, das finde ich auch toll. Das ist schön. So, dann haben wir einmal so. Ich sehe schon, alles hinten festgeklebt und so weiter. Und meine Nase auch gerade. Ja, den können wir schon mal so lösen. Nehmen wir schon mal den Grabstein. Geil. Cool. Hier ist dann wieder ein bisschen, ja, hätte mir meine Zange zulegen sollen. Hier sind halt diese typischen Drähte hinten wieder dran, ne, um die ganzen Moppets hier zu fixieren. Das ist aber auch hier ganz schön tricky verknotet. Da hat aber einer auch Langeweile gehabt. So, release den Grafen, kommt schon. Wir haben noch eine Ewigkeit. Wenn die Sonne gleich hier erscheint, ist hier Finish. Finito. Mach doch mal, ey, ich kann so nicht arbeiten, das gibt es nicht. Gleich ist die Batterie wieder leer. Da sind noch welche am Chargen, aber ey, das hier ist, ich würde das mal, das ist hier 20.000-fach irgendwie umwickelt, verknotet mit Drähten. Ey, das ist ja genau das, das ist echt hier verknotet. Wie kann man denn hier einen Draht verknoten? Der könnte sich auch beim Transport bestimmt fünfmal lösen, ne? Ich werde wahnsinnig. Ja. Es sollte ja jetzt kein DSD hier Hobby-Choleriker-Video werden, ne? Da gibt es dieses Jahr, glaube ich, auch gar nicht so viele von. So viel Ausraster hatte ich gar nicht. Ey, jetzt muss das wieder anders rumdrehen. Jetzt geht's dann los hier. So. Den hätten wir auch. Jetzt habe ich nur noch einen so einen Mist. Ach, an der Füße auch noch. Ich stopp mal eben hier und wir sehen uns wieder, wenn ich hier fertig bin mit dem Mist, ja? I love toys. Heiliger Bimba, was für ein Akt. So, jetzt sollten die Dinger hier langsam alle gelöst sein. Ja, immer noch nicht so richtig. Das wird wieder ein Spaß beim Einpacken nachher. Jetzt hängt es hier fest. Ich werde bekloppt hier. Also das macht doch keinen Spaß, sowas.
Das macht doch einfach keinen Spaß, wenn du hier 5 Stunden lang dich mit so einem scheiß Drecksdraht hier, Alter, rumärgern musst. Meine Fresse, das ist echt heavy. Unglaubliche Scheiße, sowas. Ich hasse es. So, Herr Graf. Jetzt wollen wir nur hoffen, kann der mal mit seinen. So. Den Graffen haben wir schon mal. Wollen wir nur hoffen? Ja. Der kippt natürlich nach hinten. Bewegen kann man ihn nicht. Er hat schon wieder Übergewicht. Ich lasse mal ihn so. Und das gucken wir uns ja auch aus der Nähe an. Ah, der Skull ist cool. Kann man da was reintun? Na, das schauen wir uns gleich an. Ne? Ich packe mal den Skull dazu. Und. Fledermäuse. Finde ich schon mal ganz geil. Ich kann mal gucken, ob man den hier irgendwie auf den Ding setzen kann oder so. Ich lege sie mal hin und wir gucken uns den Spaß mal aus der Nähe an hier, ne? Den Gruselspaß. Komm, einmal den Count hier in eine Runde. Ja, nochmal komplett ist hier, ne? Ja, ein schönes Set. Gruselig. So, da haben wir hier, ne? Mad Monster Party. Hier ist ein schöner Stand. Das ist geil gemacht. So was ist ja eh cool, aber das will ich mir auch schon seit Jahren mal machen, ne? Dass man sich einfach so Bodenplatten macht halt, die dann so ja, fliesenmäßig aussehen, felsmäßig und so. So was ist immer toll. Hier kann man natürlich auch schön was anderes draufstellen. Wenn du es jetzt so machst, um mal was zu platzieren für Fotos oder so. Ne? Hier haben wir auch noch hier drinnen, ne? Sozusagen die Urheber des Ganzen. Ja, schön. Das ist toll. Dann zeige ich euch mal den Skull. Der einäugige Willi. Hier ist reingestochen. Stimmt, das sieht aus, als wenn hier noch so ein Dolch drin gewesen wäre oder irgendwas. Ne? Die Zähne, ich finde, der ist auch schön. Hier kann man sich auch mal locker irgendwo so zur Seite stellen für irgendwas dazwischen. Das ist interessant hier. Aber das hat nichts zu sagen. Ne? Das ist einfach nur wegen der Ausfüllung dann halt. Ja, aber auch cool. Und hier. Fledermäuse. Ja, die finde ich auch witzig. Sieht so. Ja, aber das hat halt diesen Cartoon-Charakter halt auch alles, ne? Ja, finde ich sehr schön. Auch die Bemalung und so ist top. Mit den Füßen, so, ne, das Fell. Hier die Fänge, die Flügel halt, ne? Super schön. Das Gesicht ein bisschen Teddybär-mäßig. Aber die Ohren ja auch. Das ist alles geil gearbeitet. Also. Und ich sag jetzt mal, ey, 3 so lustige Teile hier plus dieses Stand halt für 5er, für 5 Euro. Ja, da waren auch keine 2, sonst hätte ich ja doch 2 mitgenommen, ne? Aber die finde ich auch klasse. Und wenn er sich dann verwandelt, sieht er so aus, ne? Finde ich geil mit diesem Monokel, was wollte ich sagen? Ja, Monokel. Ja, das sieht super aus halt. Szene auch witzig hier. Guck mal, der ist kürzer als der. Ja gut, der Mund ist eh so ein bisschen verschmitzt, ne? Aber das ist cool. Das ist klasse. Ja, die Geheimratsecken hier halt, ne? Die Koteletten. Das ist alles so, ja, Vampir-like. Die spitzen Ohren. Schön mit den Haaren hier auch. Du kannst halt... Ah, man kann den Kopf sogar drehen. Ja, das ist ja cool. Das habe ich noch gar nicht abgecheckt. Das ist cool. Allerdings hat der einen sehr dünnen Hals. Da hätte ich dann schon Angst, dass der abbricht. Ne? Die Kette. Auch wunderbar mit dem Totenschädel hier drauf. Ja, guck mal die Arme. Dann kannst du so machen. Horcht, die Kinder der Nacht. Welch wunderbare Musik sie machen. Geil. Ja, das finde ich ja super. Der Arm dann natürlich auch. Guck mal, er hat sogar ein Kugelgelenk dann hier. Ja, man kann hier so ein bisschen... Ach, guck mal, geile Position auch so. Oh, dann kannst du den hier in die Hand geben. Ja gut, den kann man nicht ganz so, aber das ist cool. Ja, das Cape ist weich. Schön. Das flattert dann im Wind. Hier sehen wir noch seinen Unterrock hier vom Frack. Das ist auch super geil. Da kann man nichts weiter bewegen. Wir haben aber hier Pinholes drin. Hier haben wir auch nochmal eine kleine Info drunter. Dann könnte man den auch richtig hinstellen. Leider sind hier keine Pinne auf dem Teil. Das ist ein bisschen strange. Aber sonst, ey, klasse. Einfach nur klasse. Er kippt auch leicht nach vorne.
Ich hoffe jetzt nicht. Ne, das ist super. Ich versuche mal für Fotos dann halt noch was, ne? Denn ein bisschen hier. Ja, die kippt natürlich auch immer blöd um die Fledermaus. Das ist ein bisschen. Ja, aber so, da kann man ein Gegengewicht dazu tun. Und ja, toll. Also, ne? Wie gesagt, wollte ich euch kurz gezeigt haben, habt ihr gesehen. Und ja, nochmal kurz zum Schlusswort hier, ne? Flatter, flatter, flatter. I love toys. Da ist er wieder. Ja, das war hier Monster, wie ist es, Monster Party, ne? Der Count, ja, den Baron und den Fang, den Frankenstein, den hätte ich ja auch noch gerne. Vielleicht findet man das ja irgendwo mal auf dem Trödel. Finde ich witzig zum Hinstellen, der ist nice. Ne? So ein bisschen morbide und so. Ist ja nicht alles Star Wars bei mir, ne? Ich habe ja auch mal so ein paar andere Sachen, wie ihr seht. Und für den Fünfer kann man das mitnehmen. Es ist zum Glück nichts abgebrochen. Von daher, ja. So, jetzt kommt langsam der Schein hier so. Und dementsprechend verschwinde ich jetzt. Bleibt gesund. Peace and Justice gesagt. Demnächst auch wieder Star Wars, ne? Aber ja, ihr wisst ja, Spielzeug. Denn I love toys. Tschüss, Feierabend. I love toys. Oh, 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 oh,